Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Also, wenn wir so an Alter denken, ne? Da gibt es natürlich auch Experten. Und ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern. Ja? Guten Abend! Guten Abend! Mein Name ist Johann Seesters und ich möchte schon seit 140 Jahren Superstar werden. Deswegen sagt meine Frau immer zu mir, Jopi, das bin ich, mach doch mal was mit Musik. Deswegen komme ich hierher, bewerbe mich bei Deutschland sucht den grauen Star. Und für unsere jungen Zuschauer vor den Fernsehgeräten, wer mich nicht kennt, ich bin praktisch der Robbie Williams des 18. Jahrhunderts. Ich habe Ihnen heute ein Poplied mitgebracht, etwas zum Mitschunkeln, wo, Achtung, jetzt kommt ein Karlauer, wo man auch die künstliche Hüfte mitbewegen kann. Danke. Danke. Sie sehen, trotz miterlebter vier Weltkriege habe ich meinen Humor nicht verloren. Deswegen kommt jetzt mein Lied für Sie, Herr Pianist. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die der Fischer fängt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt, hört von fern, wie man singt. Und jetzt alle, Bella, Bella, Bella. Sie müssen lauter singen, ich kann sie nicht hören. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Sehr schön, danke. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen zunächst aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die das Häscher kennt. Und wo das alte Lied erklingt, deren Lied von fern man hört, deren Lied von fern man. Das war Robert Louis Griesbach.